Und da haben sie gedacht, dann erfinde ich doch einfach so eine Geschichte. Dann greife ich den Herrn Krüger an, habe ich Publicity und dann läuft das schon wieder mit meiner Karriere. Aber es kam anders, als sie dachten, nicht wahr? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Wer soll Ihnen das denn glauben, Frau Brandt? Das stimmt alles, was ich gesagt habe. Ich hoffe einfach, dass die Anwältin mich aussagen lässt. Das wird sie. Und das ist auch gar nicht ihre Entscheidung, das ist deine, okay? Und du machst das Richtige, glaub mir. Du musst einfach der Welt erzählen, was wirklich passiert ist. Dem Gericht erzählen, was wirklich passiert ist. Wenn die das erstmal hören, dann hast du auch wirklich wieder bessere Karten. Okay? Du hast recht. Danke. Hallo. Guten Morgen. Und, bereit für die Plädoyers? Guten Morgen. Ja, ich würde gerne vorher noch was mit Ihnen besprechen. Ja, Frau Brandt? Ich möchte aussagen. Was? Das können Sie nicht machen. Doch. Ich finde einfach, das fühlt sich falsch an, wenn ich nichts sage. Ich meine, jetzt, wo Dylan und Dora so Lügengeschichten erzählt haben, dann muss ich einfach die Wahrheit sagen. Und das muss auch von mir kommen. Ich muss erzählen, dass Dylan mich bedrängt hat und ich deswegen überhaupt so reagiert habe. Aber ich finde, das ist keine gute Idee. Doch, wirklich. Ich... Also, es geht jetzt nicht darum, dass ich Ihnen nicht glaube. Es geht darum, was der Richter und der Staatsanwalt glauben. Bisher ist überhaupt nicht bewiesen, dass Sie Herrn Krüger grundlos angegriffen haben und dass Sie Frau Loder mit dem Rachefeldzug. Ich finde, die Idee ist nicht gut. Haben Sie sich das wirklich sehr gut überlegt? Ja. Ich weiß Ihre Arbeit wirklich zu schätzen. Und Sie machen das super, aber... Egal, was beim Gericht entschieden wird, ich will danach einfach noch in den Spiegel sehen können. Und das kann ich nur, wenn ich allen Leuten die Wahrheit erzähle. Es könnte aber auch schlimmer kommen. Ich hab's mir gut überlegt. Ich kann Sie nicht zwingen. Das ist richtig. Na, dann lassen Sie uns gehen. Danke. Okay, ich schaff das. Das ist meine Chance, der Welt zu zeigen, was wirklich passiert ist. Ich muss einfach nur die Wahrheit sagen und ganz ruhig bleiben. Frau Brandt, Sie haben sich ja nun entschieden, doch auszusagen. Was hat Ihre Meinung geändert? Ich will einfach nicht länger schweigen. In diesem Prozess wurde einfach schon so viel gelogen. Und ich will einfach nicht, dass Dylan mit seinem Verhalten durchkommt. Und das ist mir gestern klar geworden. Ich muss einfach aussagen. Nicht nur für mich, sondern auch für jede andere Frau, die belästigt wurde. Erzählen Sie dem Gericht doch bitte, was am Mittwochabend, am 17. August im Matrix passiert ist. Ich bin im Matrix mit Freunden feiern gewesen. Und ich bin dann irgendwann auf die Toilette gegangen und bin da auf Dora getroffen, die von einem Mann belästigt wurde. Ich bin einfach nur dazwischen gegangen. Und dann fing Dylan eigentlich schon an, mich zu bedrohen. Ich bin dann direkt los und habe meine Cousine Miller geholt. Der gehört auch das Matrix und genau, die hat Dylan dann rausschmeißen lassen. Und als ich zurück auf Toilette gegangen bin, da war Dora schon verschwunden. Ich habe das jetzt also richtig verstanden. Frau Loder wurde von Herrn Krüger belästigt und bedrängt gegen ihren Willen. Genau, richtig. Und ist dies das erste Mal gewesen, dass Herr Krüger in ihrer Gegenwart so übergriffig geworden ist? Nein, er ist schon mehrmals übergriffig geworden. Können Sie dem Gericht ein Beispiel nennen, was vor diesem bewussten Mittwochabend liegt? Ja, klar. Wir waren zusammen auf einer Modelparty. Er hat mich dann eingeladen, von dort aus zu einer anderen Party zu gehen und ich habe eingewilligt. Aber als wir da aus dem Taxi ausgestiegen sind, waren wir irgendwo im Nirgendwo. Dann hat er versucht, mich zu küssen. Erst als ich mich dann gewehrt habe, hat er zwar von mir losgelassen, aber hat mir direkt damit gedroht, er würde meine Karriere zerstören und sowas. Kommen wir zurück zu dem Vorfall, der vor diesem Gericht verhandelt wird. Was geschah an dem Abend danach? Also ich bin dann aus dem Matrix raus und da ist Dylan mir dann aufgelauert. Er muss da bestimmt eine Stunde oder so gewartet haben. Auf jeden Fall fing er direkt an, mich
zu beleidigen und ekelhafte Sachen zu sagen. Ich habe wirklich versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, ihn zu ignorieren. Aber er hat einfach nicht aufgehört. Er hat sogar gesagt, dass ihn das anmachen würde, wenn Frauen sich wehren würden und dass ich bestimmt gut zu bin. Und dann hat er mir zwischen die Beine gegriffen und ich habe einfach nur Angst gehabt. Ich habe wirklich Angst gehabt. Ich habe gedacht, er würde mich vergewaltigen oder würde sonst was machen. Ich wollte mich nur wehren. Das war nur Notwehr. Ich habe ihn auf jeden Fall dann geschlagen und er ist deswegen auf den Boden gestürzt. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine andere Frage und zwar, Sie sprechen ja nicht für sich selber, sondern Sie sprechen ja auch für die anderen Models in der Branche, die von Herrn Krüger belästigt worden sind. Aber ich sehe hier keine Unterstützung. Was glauben Sie, warum diese schweigen? Weil Dylan einfach Macht hat. Ist der Ruf von einem Model erstmal geschädigt, dann wird man auch nicht mehr gebucht. Ich persönlich hatte auch Schiss, was Dylan über mich erzählen würde. Weil wenn so ein beliebter Fotograf erstmal Gerüchte in die Welt setzt, dann war's das mit der Karriere. Das verstehe ich. Also ich gehe davon aus, dass Sie von Herrn Krüger auch mehrfach unter Druck und belästigt worden sind. Mehrfach, ja. Vielen Dank. Ich hätte keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Okay, das hätte ich schon mal geschafft. Das war echt heftig. Aber es hat auch wirklich gut, endlich die Wahrheit zu sagen. Sie haben das Wort. Dankeschön. Frau Brandt, vielleicht können Sie mir erst mal ein paar Verständnisfragen beantworten. Worum geht es denn heute hier in diesem Prozess? Um den Vorfall, der in der Nacht von dem 17.8. auf den 18.8. passiert ist. Völlig richtig. Und wer sitzt hier heute auf der Anklagebank? Sind Sie das oder ist es Herr Krüger? Ich. Aber ich habe aus Notwehr gehandelt. Sie. Sie, Frau Brandt. Es geht um Sie. Es geht darum, was Sie getan haben. Es geht darum, wie Sie Herrn Krüger so heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, dass er auf einem Ohr fast taub ist. Es geht darum, dass er auf einem Auge jetzt blind ist. Und es geht darum, dass Sie Herrn Krüger blutend und ohnmächtig auf der Straße haben liegen lassen wie einen räudigen Hund. Es geht darum, dass Herr Krüger beinahe verstorben wäre, wenn nicht ein Sanitäter die Zunge von Herrn Krüger aus seinem Hals herausgezogen hätte. Dann wäre er nämlich erstickt. Herr Staatsanwalt, vielleicht ein bisschen weniger Drama. Kommen Sie zum Punkt, stellen Sie Ihre Fragen. Selbstverständlich. Kommen wir zum Punkt und stellen wir eine Frage. Frau Brandt, ist doch richtig, oder? Sie mögen Herrn Krüger nicht. Sie können ihn nicht leiden, oder? Nein. Aber ich glaube, das ist doch ein normaler Grund. Ich meine, er hat mich und auch andere Models belästigt. Ist doch klar, dass wir da nicht unbedingt ein Fan von ihm sind. Sie reden hier immer im Plural. Ich habe als einziges Ihre Aussage gehört, die Herrn Krüger diskreditiert hat. Haben Sie Frau Loders Aussage auch gehört? Oder lassen Sie mich die Frage anders stellen. Warum weicht denn die Aussage der neutralen Zeugin Loder und die des Geschädigten so sehr von Ihrer Aussage ab? Na, weil Dylan Dora bedroht. Deswegen lügt sie. Ich meine, das ist doch offensichtlich, oder nicht? Ich glaube, dass Sie lügen. Frau Loder hat das sehr schön erklärt. Sie führen hier einen Rachefeldzug gegen Herrn Krüger. Und Sie haben gerade eben selber zugegeben, dass Sie ihn nicht ausstehen können. Ich führe keine Rachekampagne oder sonst was aus. Ich will einfach nur Gerechtigkeit. Ich habe Dora vor Dylan beschützt. Ich verstehe nicht, warum hier mir keiner glaubt. Warum Ihnen keiner glaubt, kann ich Ihnen gerne sagen. Weil wir hier eine Zeugin haben, die Sie belastet. Weil wir hier einen Geschädigten haben, der Sie belastet. Und außerdem haben wir ja noch ein Video vom Tatabend. Ich denke, Frau Vorsitzende, vielleicht wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, sich mal das Video anzuschauen. Sehr gerne, Herr Staatsanwalt, Sie sind näher dran. Ja. Also das sieht für mich ganz klar so aus, als ob Sie ohne jeden Grund den Herrn Krüger geschlagen haben. Das ist genau wie früher bei Ihrer ökoterroristischen Organisation. Da waren Sie auch gewaltbereit. Sie sind gefährlich. Sie sind gewalttätig und gefährlich, Frau Brandt. Das ist die einzige Wahrheit hier. Dieses Video
zeigt überhaupt nicht, was überhaupt passiert ist, okay? Er hat mich beleidigt. Er hat mir gesagt, er will mich und dann. Er hat mich begrapscht, okay? Nur weil ich damals bei dieser Umweltaktivistengruppe irgendwelche Fehler gemacht habe, glaubt man mir jetzt nicht mehr, oder was? Wollen Sie mir das sagen? Ja? Nein, aber diese Bilder sind schon recht eindeutig, Frau Brandt. Und wenn ich. Okay, ich bin nicht stolz darauf, dass ich bei diesen Umweltaktivisten war, okay? Aber. Als ich wusste, dass da Menschen verletzt werden bei unseren Aktionen, habe ich was gesagt. Und ich bin ganz bestimmt nicht gewalttätig. Was ist mit dieser Online-Hetz-Kampagne? Da haben Sie doch gezeigt, dass Sie zu einem bereit sind. Wie waren die Hashtags MeToo, No Silence? Da haben Sie ganz klar und deutlich Herrn Krüger angegriffen. Und zwar persönlich. War das vor oder nachdem Sie Ihren Modeljob aufgeben mussten? Ich musste das Model nicht aufgeben. Ich wollte es selber aufgeben. Ja, das muss dann schon recht frustrierend gewesen sein. Sie haben selbst gesagt, dass es in dieser Branche nicht nach Talent geht. Es geht mehr um die Mundpropaganda. Und dann waren Sie wahrscheinlich auch ganz schön enttäuscht, als Herr Krüger Sie nicht empfohlen hat, als es mit Ihrer Karriere nicht vorangeht. Und da haben Sie gedacht, dann erfinde ich doch einfach so eine Geschichte. Dann greife ich den Herrn Krüger an, habe ich Publicity und dann läuft das schon wieder mit meiner Karriere. Aber es kam anders, als Sie dachten, nicht wahr? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Wer soll Ihnen das denn glauben? Frau Brandt. Das stimmt alles, was ich gesagt habe. Herr Staatsanwalt, Sie haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Schönen Dank dafür. Frau Brandt, es tut mir wirklich sehr leid, dass Sie in Tränen ausgebrochen sind. Ich unterbreche die Verhandlung jetzt für eine Stunde. Wir machen eine Pause. Bitte gehen Sie zu Ihrer Verteidigerin, Frau Brandt. Beruhigen Sie sich, ja? In einer Stunde wird die Verhandlung fortgesetzt. Scheiße. Das war eine scheiß Idee. Sie hatten recht. Ich meine, der Staatsanwalt, der hat mich komplett auseinandergenommen. Ich stehe da wie ein... Schatz, du stehst immer noch genauso da wie vorher, okay? Es ist alles in Ordnung. Herr Passek, schauen Sie doch der Realität ins Auge. Nichts ist in Ordnung. Toni hat sich mit der Aussage eigentlich nur geschadet. Schatz, du hast die Wahrheit gesagt, jeder hat die Wahrheit gehört. Okay. Kannst du mir vielleicht was zu trinken holen gehen? Was ist das eigentlich für eine Scheiße? Diesem Staatsanwalt würde ich gerne mal richtig die Meinung sagen. Und Tonis Anwältin ist auch nicht viel besser. Die sollte ihr lieber mal Mut machen. Hey. Hey. Bist du Tonis Freund? Ich bin Tonis Freund, ja. Warum? Es ist so cool, dass sie ausgesagt hat, dass sie die Wahrheit über Dylan gesagt hat. Ja, voll, finde ich auch. Aber wie kommst du drauf? Ich bin auch Model. Okay. Und? Und Dylan hat mich auch schon belästigt. Und hat schon mehrfach Frauen belästigt. Oh. Jeder weiß, wie er tickt. Okay, okay. Perfekt. Kannst du genau das vielleicht einfach vor Gericht aussagen? Ich habe schon drüber nachgedacht. Ja, weil das Ding ist halt, wir sind jetzt durch den Staatsanwalt total in die Bredouille gekommen und das wird uns übertrieben helfen. Wie gesagt, ich habe schon drüber nachgedacht. Ich muss jetzt los. Das kann doch nicht wahr sein. Alle wissen, was Dylan für ein Arschloch ist. Und trotzdem sagt niemand gegen ihn aus. Wie können die bitte schweigen? Ich muss doch irgendwas machen können. Frau Brandt, wir müssten dann... Können wir nicht noch kurz warten? Connor wird bestimmt sofort wieder da sein. Na gut, wenn es ihm hilft. Mut hoch. Es ist noch nicht alles verloren. Herzlichen Glückwunsch für deinen tränenreichen Auftritt. Das Rumgejammere, das kannst du dir sparen. Dir wird eh keiner glauben. Du bist ein Nichts. Find dich damit ab. Herr Krüger, ich muss Sie doch bitten, diese verbalen Attacken zu unterlassen. Mhm. Komm. Kann mir nicht echt... Pass mal auf, ich habe gerade jemanden getroffen. Das ist so eine Frau, die ist auch Model. Herr Passek, das muss warten. Wir müssen rein. Es muss wirklich warten. Ich will einfach.
einfach nur noch nach Hause. Seit der Staatsanwalt mich befragt hat, kann ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ist doch sowieso alles hoffnungslos. So, die Verhandlung wird fortgesetzt. Ja, die Angeklagte hat sich nun doch bereit erklärt, zur Sache auszusagen. Das hat natürlich neue Aspekte in die ganze Sache hineingebracht. Vor diesem Hintergrund hat die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung gebeten, etwas mehr Zeit ihr einzuräumen zur Vorbereitung der Plädoyers. Gerne komme ich dem nach. Damit wird die Verhandlung vertagt auf morgen. Morgen werden wir die Plädoyers halten und morgen wird auch das Urteil verkündet. Für heute ist die Verhandlung geschlossen. Schatz, was ich dir die ganze Zeit sagen wollte, als ich das geholt habe, als ich Trinken geholt habe, ist ein Model zu mir gekommen und hat mich direkt angesprochen und hat gesagt, dass sie es super toll findet, was du hier machst und dass ihr genau das Gleiche widerfahren ist mit Dylan. Sie wurde auch von Dylan belästigt und sie hat auch schon überlegt, auszusagen. Und jeder hier in diesem Saal glaubt ihr scheinbar. Klar. Was? Jeder weiß hier, dass ich die Wahrheit sag. Aber letztendlich schweigen alle und... Ja. Ich... Nicht mehr da? Nein, ich sehe die jetzt nicht mehr, aber ich finde heraus, wer das ist und dann... Und dann sagt sie aus. Für uns. Das hat keinen Bitte Sinn mehr. Wir geben jetzt nicht auf. Lass uns bitte einfach nach Hause gehen, okay? Bitte. Hey, Schatz. Was machst du hier? Was wird das? Ich kann einfach nicht mehr. Okay. Rede mit mir. Dieser scheiß Staatsanwalt hat mich heute so fertig gemacht. Und am Ende werde ich bestraft. Obwohl ich mich nur gewehrt habe. Ich habe mich einfach nur gewehrt. Das weißt du, hey. Das weißt du noch nicht. Du kannst auch immer noch gewinnen, okay? Ich werde nicht gewinnen. Das weißt du noch nicht. Doch. Ich würde sowas von verlieren. Tja, hey. Was soll das denn jetzt? Selbst das funktioniert nicht. Was funktioniert nicht? Ich wollte einfach mal alles vergessen. Und dafür nimmst du dir einen Pilz, Schatz. Okay. Weißt du was? Wir gehen jetzt runter. Wir legen uns ins Bett. Ich halte dich ganz, ganz doll in den Arm. Bis morgen früh. Lass ich dich nicht los. Und dann gehen wir da morgen früh zusammen hin. Und rocken das, okay? Ich sollte einfach abhauen. Nein, das solltest du nicht. Wir stehen da morgen zusammen auf der Matte und kriegen das hin, okay? Ey, am liebsten würde ich Dylan umbringen für das, was der Toni angetan hat. Aber dann wäre ich kein Stück besser als er. Okay, schaffen wir? Schaffen wir. Jetzt darf ich einfach nicht die Hoffnung verlieren, damit Toni es auch nicht tut. Aha. Drücken wir jetzt wieder auf die Tränendrüse, um das Gericht einzulullen? Sie hat nicht davor zurückgeschreckt, ihn zu schlagen, ihn direkt anzugehen. Es reicht. Ich kann diese Lügen nicht mehr ertragen. Einen Augenblick. Wer sind Sie bitte? Wie sieht's aus, wenn wir beide zusammen chillen mit deinen Freunden? Ich muss jetzt die Nacht im Matrix bleiben. Wir haben sturmfrei und wir haben eine Kreditkartennummer. Und wie ich? Reservierung. 6 Geschäftsleute, Businessmenschen. Das sind wichtige Businessmenschen. Da müssen wir halt mal ein bisschen Hand in Hand arbeiten. Wir sind 2 Köche. Wie sollen wir das schaffen? Das ist so aufwendig. Dann musst du abhauen.